Ich platziere einen Stein auf dem Friedhof bei der Schule. Aber Miss Martin mochte diesen Ort. Sie wird glücklich sein. Wenn wir sie begraben haben, werde ich allen sagen, dass du mir geholfen hast. Dass du ein gutes Herz hast unter der fiesen Schale. Hey! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit der nächsten Folge The Walking Dead. Mal gucken, was uns erwartet. Glaubst du, das reicht? Hoffentlich. Dann kann Lilly mit ihren Leuten auch nicht über die Mauern klettern. Sie müssen durch die Tore kommen. Das können wir einplanen. Und dann laufen sie direkt in den Flammentod. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Tja, wir sind ja ins Gewächshaus eingebrochen, haben ein paar Beißer weggemacht und haben uns Stacheldraht und alles, was wir brauchen, geholt. Und jetzt warten wir auf die Plünderer. Okay, wir sind wieder zu Hause. Vorübergehend, fürs Erste. Louis! Hier, für euch. Sein Hemd ist schmutzig geworden, als... Du weißt schon. Woher hast du die? Sind von Ten, als er herkam. Müsste ungefähr AJs Größe sein. Wie geht es ihm? Besser. Das Fieber ist gesunken. Danke, dass du ihn reingetragen hast. Kein Problem. Also, wir haben wieder ein Gewächshaus. Und Bomben. Mitchs Idee. Dachte ich mir. Violet sagt, wir fangen morgen an, alles vorzubereiten. Gut. Die anderen haben nichts dagegen, dass ihr bleibt. Vorerst jedenfalls. Während wir uns zum Kampf rüsten. Ja, ich bin froh. Ich wollte nur, dass sie uns vergeben. Ich hab gesagt, sie haben nichts dagegen, dass ihr bleibt, bis die Plünderer weg sind. Das heißt nicht, dass sie euch alle wieder mögen. Die anderen finden's okay, wenn wir bleiben. Was ist mit dir? Ist okay, solange er sich erholt. Und danach? Ich weiß es nicht, Clementine. Clem? Hey, Kleiner, wie geht's? Besser. Tut noch weh. Ich weiß. Hi, Louis. Hey, kleiner Mann. Hab dich vermisst. Sind wir wieder Freunde? Na klar. Schlaf einfach, okay? Los. Ich hab dich echt vermisst. Ich dich auch. Gucke, gucke, gucke. Gute Nacht. Ich bin nicht mehr wütend auf ihn. Und du? Er hat geholfen, mich zu tragen. Und er war in meinem Bett, als Ruby mir Zeug gegeben hat. AJ, ich war nie wütend auf ihn. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Warum er uns weghaben wollte. Ich nicht. Ich hatte recht. Ich weiß, Kleiner. Menschen sind kompliziert. Sehen wir uns mal die Hemden an, die Louis gebracht hat. Dann schlafen wir. War ein langer Tag. Ja. Du hast gestern nicht geschlafen. Oh, nee. Okay, schauen wir mal uns die Hemden an, was er uns da Schönes gebracht hat für AJ. Fangen wir mal mit dem ersten an. Hey, guck, Disco. Disco Brokkoli und sein Freund. Disco Brokkoli schade, und sein Freund. Schade, dass du den Cartoon nicht gesehen hast. Ja, schade. Hey, das hier ist ziemlich cool. Sieht aus wie Marlins Jacke. Ja, würde dir aber gut stehen. Fällt also was schon mal raus. Was ist hiermit? Sehen aus wie Tanzstiefel. Ja, ist glaube ich derselbe Typ. Cool. Okay, die Entscheidung ist gefallen. Dann nehmen wir doch das. Von Ten. Das hier geht. Du kannst es anziehen, wenn du dich besser fühlst, okay? Ja. Zeit zum Schlafen. Ich kann bei dem Licht nicht schlafen. Ich puste es gleich aus. Gute Nacht. Träum schön. Hoffentlich nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Peng. Peng.
Dunkel. Gute Nacht, Clem. Gute Nacht, AJ. Der Plan. Oh, was ist jetzt? Zeitraffer. Okay. Okay, der dicke fette Zeitraffer. 2 Wochen später, auch wenn es nicht richtig ins Bild passt. Oh. Zwei Wochen sind vergangen, okay. Was ist das? Babygeschrei? AJ? Wo bist du? Wo ist AJ? Folge dem Pferd durch deinen Traum. Gott, was geht denn hier ab? Voll mysteriös. Wir befinden uns hier in einem Traum. In einem Albtraum oder was? AJ. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Pferdchen, hallo. Alter, das ist ja mal voll creepy hier. Hat Clem wieder ihre Albträume, die sie ja schon mal hatte? Oder die sie hin und wieder hat? Alter, was geht hier ab? Bengel, Bengel. Umdrehen können wir uns nicht. Okay. Okay, was geht hier? AJ, wo bist du? Du hattest einen Albtraum. Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. Hey, was hast du denn da? Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Keiner sagt was, was ist los hier? Ich fühle mich so sicherer, wenn ich nicht schlafe. Ich will immer wach bleiben, das schaffe ich schon. 18 Tage lang, wenn ich alles gebe. Wir sind hier sicher, AJ. Fühlt sich nicht so an. Früher tat es das. Ah! Komm, ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren. Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich.
Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Das bist du auch, AJ. Ich sollte Ruby holen. Wenn dir nicht gut ist, sollte sie sich das ansehen. Nein, Clem, du hörst mir nicht zu. Ein tapferer kleiner Kerl, tut mir der leid, AJ, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Ihnen zeigen, dass ich gut und clever bin. Cleverer als sie. Ich werde dir mehr helfen, damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille? Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich's dir nur nie gesagt. Nee. Was ist denn? Der Kleine hat Angst. Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja. Komm hoch. Ich habe keine Angst. Bin nur müde. Kann ich verstehen. Glaubst du, das brauchst du? Was sind das für Grafikfehler, Mensch? Naja, AJ, gut, auf den Patch brauchen wir nicht zu hoffen. Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Da Telltale ja pleite ist, brauchen wir auf den Patch absolut nicht zu hoffen. Naja, egal. Ich hoffe nur, dass der dritte und vierte Teil noch kommt. Am 6. November und am 18. Dezember. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Okay, 2 Wochen sind vergangen. Mal gucken, was sie hier gemacht haben. Wir schauen uns hier gleich mal ein bisschen um. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müder. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. Ich muss noch was anderes machen. Was denn? Nichts ist nicht wichtig. Verdammt doch mal, Louis. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Hey. Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung. Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Soll ich dir helfen? Ja. Könntest du mal nach allen sehen, ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mach ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht. So, dann schauen wir uns hier mal um. Wie gesagt, 2 Wochen sind vergangen. Mal gucken, was wir hier geschafft haben. Wie ich sehe, ist schon ganz schön was passiert. Eine ganze Menge sogar. Ziemlich deutliche Botschaft. Go away. Auf so etwas würde ich nie schwören. Ich auch nicht. Was allerhand passiert in den letzten 14 Tagen hier? In den letzten 2 Wochen? Was haben wir denn hier? Totenköpfe. Hoffentlich kriegen die Plünderer wenigstens Angst. Na, das glaube ich weniger. Aber ich weiß es nicht. Okay. Lucky, lucky, lucky machen. Okay, da sitzt Mitch. Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen.
Blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Ja, klar. Ich muss es die Frau wieder richten. Okay, nun komm schon. Geh an, du blödes Ding. Nun los. Bleib zurück. Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße. Super. Wir sind total gearscht. Ich mach das. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich gehe dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Ist doch eigentlich ein netter Kerl, der Mitch. Auch wenn er ab und zu mal ein bisschen abrastet. Nein, das Verhältnis hätte 2:1 sein müssen. Weil durch das Doppelte war vielleicht ein bisschen Mitch? Mehr Erde. Propan drüber und dann... Nein! Oh, dumme Idee. Naja gut, lass Mitch mal machen. Wir schauen uns weiter oben hier, Freunde. Wir müssen vorbereitet sein, wenn die Plünderer kommen. Okay. Alter Schwede, voll daneben. Scheiße. Was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer. Fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war. Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlon. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen. Den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten und am Ende einer Kugel in den Kopf. Marlon war ein Psycho. Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Also ich wollte nicht... Ich vergebe dir. Ich verstehe, warum du es getan hast. Ich bin nicht wütend. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder. Aber was er getan hat, das war abgefuckt. Hier, nimm du. Wirklich? Der gehörte doch Marlon. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis... bis er aufgehört hat. Los, probier ihn aus. In die Richtung, bitte. Weiter vererbt, alles klar, Mann. Und nur zur Info, ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Das sehen wir dann. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Alles klar, dann wollen wir mal gucken, ob wir treffen. Okay, haben wir jetzt getroffen? Treffen wir überhaupt? Verdammt! Ich darf dich nicht wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Klingt gut. Und Clem? Danke. Für alles. So. Ach, wisst ihr was? Wir schießen nochmal eine Runde. Nochmal zum Bock gemacht, mit dem Bogen zu schießen. Übung macht den Meister. Jawohl, Treffer. 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 Na, geht doch. Okay, aber jetzt müssen wir uns mal... Oh, was haben wir denn hier? Barrikaden. Hier sieht's aus, als stünde ein Krieg bevor. Tja, wer weiß es. Wenn die Plünderer kommen, musst du vorbereitet sein. Es ist nun mal so... Huhuhu, so. Wir schauen uns erstmal hier gründlich um. Kommen wir hier rein? Nee. Hier oben ist aber auch eine gute Deckung eigentlich. Okay. Hier hinten ist irgendwas. Was haben wir denn da?
nichts mehr übrig. Ich frag mich, ob sie es nach dem Feuer wieder aufbauen wollten. Das weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass sie das machen werden. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir erstmal ein anderes Problem. Die Plünderer sind auf dem Weg. Was machst du da unten, Rosie? Rosie! Braver Hund. Was hat Marlin immer gemacht? Okay, die Gräber, ja. Marlin. Marlin, der Psycho. Was? Bespucke Marlins Grab? Nee, Leute, echt jetzt? Er war vielleicht ein Arschloch. Er hat vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber das auf Gräber spucken oder so, das macht man nicht. Ich hoffe, es ist schön, wo du bist, Brody. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich dachte... Schade, es ist hier kein The Walking... Danke, dass Sie alle beschützt haben. Dass es kein The Walking Dead mehr geben wird nach dieser Session hier, nach dieser Staffel. Schade, 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 schade. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht übernimmt es auch ein anderes Entwicklerstudio. Und macht einfach weiter. Macht das ist irgendwie neu. Das wäre der Hammer. Aber nun, jetzt haben wir erstmal ein anderes Problem. Wir müssen uns auf die Plünderer vorbereiten. Aber so wie es aussieht, haben wir uns sehr gut vorbereitet. Und jetzt heißt es abwarten, Freunde. Kommen die Plünderer oder kommen sie nicht? Ich meine, sie kommen sowieso. Die werden kommen. Okay, was macht denn unser Freund AJ da oben? Meinst du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum? Man geht nicht. Oh, stimmt. Gina Violet, okay. Violet, ich komme. Also ich fühle mich beruhigt hier. Yes. Leave or die. Das wird echt hart. Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also... Einfach total scheiße? Also, es ist nicht perfekt, ehrlich. Aber sie versuchen es. Mit allen Mitteln, die sie haben. Versuchen verhindert nicht, dass sie entführt werden. Versuchen hält die Plünderer nicht davon ab, unser Zuhause abzufackeln. Mann, Clem! Seit die Beißer Leute fressen, gibt es keine Teilnehmerurkunden mehr. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus. Ich hab eine Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Bin ich nicht. Ich will helfen. Dann hilf und hör auf zu streiten. Asim hat recht. Wir sollten die Ziegelfalle nehmen. Die klingt praktischer. Meine ist auch praktisch. Ist sie nicht. So eine Idee kann nur von einem Kind kommen. Ein Kind, das keine Ahnung hat, was ihm bevorsteht. Was zur Hölle? Hey, alles klar? Er hat gesessen. Ja, Mist. Mann, wir bringen uns alles gegenseitig bestens. Um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Hey, Mann, wie läuft's? Verpiss dich! In der Ecke sitzen und schmollen hilft uns auch nicht weiter. Komm. Lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal.
Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Genau, dass wir alle Komm, mal wieder runterkommen. Wir müssen spielen. Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlon. Also, wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Ich schwör's dir. Du bist in Ruby verknallt? Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Okay, dann ziehen wir mal eine Karte. Das wird witzig. Mal sehen. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Wahrheit. Also schön. Heiraten, flippen, umbringen. Ruby, flippen. Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Du musst antworten. Entschuldigung. So sind die Regeln. Mal sehen. Heiraten würde ich... James, Ruby... Asim. Asim, genau. Ich glaube nicht, dass du sein Typ bist. Er mag Rothaarige. Alter, sei still. Ich flippe... Flippen, 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 flippen. Flippen, flippen. Der Kleine. James. James. Das ist eine interessante Wahl. Lustig. Du sprichst grauenhaft ganz anders aus als ich. Hast du nicht gesagt, er hatte Haut an? Menschenhaut? Ob er sie wohl auszieht, um... Weißt du was? Vergiss es. Umbringen tust du also. Das ist der Wahnsinn. Ruby! Wow, die arme Ruby. Arme, gütige Ruby. Asim würde dich sofort heiraten. Verdammt, Luis. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns. Und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Nicht, wenn du es nicht erwähnst. Auf zur zweiten Runde. Okay, noch eine Runde. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Definitiv. Pflicht. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Ruby einen Kuss... Ruby du um einen Kuss Ruby bitten. Ruby um einen Kuss bitten. Ernsthaft? Der Pflichtklassiker. Oh oh. Verdammt! Oh, ich krieg keine Luft. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas über unseren guten Freund Asim gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe! Aufgepasst, Leute! Runde 3 geht los. Mit 2, Ich hab's. Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst? Ernsthaft? Den du magst. Bist du 6 oder was? 7. Danke. Ja, ich habe definitiv Gefühle für jemanden. Oh, wer ist es? Nein, ich sag nix. Könnte jeder sein. Mitch, Ruby oder Asim. Nachdem sie gesagt hat, sie würde dich heiraten und so. Ich, du bist echt okay, Clementine, aber ich glaube nicht. Bitte hör auf. Okay, noch eine Runde. Wie viele Runden sollen wir denn hier noch zocken? Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich glaube, dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Diese Zeit endet und eine andere beginnt. Eine Zeit ohne Beißer. Wie es früher war. Das hoffe ich.
Warum sehen mich alle so an? Habe ich das Spiel versaut? Ich weiß noch, als die Geister damals aufgetaucht sind. Da dachten alle, es wäre nach ein paar Wochen vorbei. Wir dachten, irgendjemand stoppt sie. Rettet uns. Macht doch immer jemand. Hat aber niemand. Jetzt gibt es mehr Beißer als Menschen. Was ist los, AJ? Ich weiß nur nicht, wie es ist. Ihr alle schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen. Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel. Hältst du Wache? Ja, Clementine ist nach mir dran. Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner. Hey. Hey. Willst du mir bei der Ziegelfalle helfen? Ja, ich habe ein paar Ideen. Cool, die helfen sicher. Sorry wegen vorhin. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Was denn? Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Okay, wem helfe ich jetzt? Louis oder Violet? Ich würde sagen, warte mal, ich folge Violet. Tja, okay. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.